Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Ayuden Chronicle Rising auf der PlayStation 5 mit mir, Christian 3000. Ich begrüße euch hier herzlich erstmal wieder zurück. Nach dem Erzgolem haben wir uns heute beschlossen, nicht auf Banditenjagd zu gehen, sondern wir werden heute, wie ich in der letzten Folge auch angesprochen habe, heute erstmal die ganzen Nebenquests abschließen. Das war auch die ganzen. Sozusagen die ganzen Stempel auch bekommen, weil wir wollen endlich mal das mit dem Silberticket, also Silberkarte abschließen. Aber wie gesagt, wir haben haufenweise Missionen, die wir letztes Mal gesehen haben, Nebenmissionen, die werden wir heute mal gut so wirklich alle durcharbeiten. Und ich hoffe, dass wir das alles in eine Folge reinpacken können. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Let's go. Ach, herrje, ach weh. Alles in Ordnung, gute Frau? Gute Frau? Ich gehe wohl noch als Fräulein durch, oder etwa nicht? Ach, wenn machst du was vor? Natürlich nicht mehr, Maria. Was? Maria? Okay. Vielleicht kann ich mich deshalb einfach nicht entscheiden, was ich fürs Abendessen kochen soll. Ich wollte eigentlich etwas Fleisch zubereiten, aber bei der derzeitigen Lage im Wald ist das wohl nicht drinnen. Soll ich dir ein wenig Fleisch besorgen? Moment mal, du musst sicher sein. Ich habe schon so viel von deiner hilfreichen Taten gehört. Wenn es dir nichts ausmachen würde? Tierfleisch richtig, kein Problem. Nice. Dann laufen wir mal hier mal weiter. So, wir checken jetzt einfach mal ganz kurz, bevor ich jetzt irgendwo weiterlaufe und außerdem in eine Quest reinlaufe. Sprich mit ihr auf dem Platz. Alles klar, okay. So, was hast du hier noch so Schönes? Du bist doch CJ, oder? Ich bin Demdas. Und ich kann euch Abenteurer nicht mehr sehen, wie die Könige herumstanziert. Naja, also ich habe ja eine Erkundungslizenz. Wen interessiert das, hä? So. Ach, jetzt komm schon. Wir sollten zumindest versuchen, miteinander auszukommen. Vielleicht kann ich ja, dir ja irgendwie helfen. Helfen? Naja, es ist gerade Fleischsaison. Wenn ich so darüber nachdenke. Was ist das? Fleisch? Ich sagte doch Fleisch, oder nicht? Diese Jahreszeit kann man von den Waldtieren köstliches Fleisch erbeuten. Bei einem alten Mann wie mir ist Fleisch das Einzige, was die müden Knochen noch auf Trab hält. Es ist unmöglich, diese Biester ohne Fallen oder scharfen Spürsinn eines Jägers zu fangen. Da verschwindest du nur deine Zeit. Mit Fallen jagen? Ich hole dir dein Fleisch. Ah, das will ich sehen. Versuch's doch. Alles klar. Tara. Entschuldige bitte, Fräulein. Was gibt's? Mach, man kennt mich als Sterndeuterin Tara. Tara der Sterne. Nennen sie mich auch. Du hast sicher schon von mir gehört. Tara der Sterne. Wow, das ist wunderschön. Mach dich nicht über mich lustig. Mache ich doch gar nicht. Wo findet man denn bitte eine Sterndeuterin, die es sich einfach so im Fernglas stehlen lässt? Okay. Fernglas? Ein ganz besonderes, aus feinsten Bambus und mit Linsen, die mein Papa entworfen hat. Perfekt zum Beobachten der Sterne geeignet. Ich hatte beim Steinbruch die Sterne beobachtet und dabei natürlich das Fernglas verwendet. Als ein kleiner Gargoyle sich an mich heranschlich. Er hat sich das Fernglas einfach geschnappt, als ich kurz nicht aufgepasst habe, aber sicher hat ihm das Glitzern der Linse angelockt. Anschließend ist er damit in den Steinbruch verschwunden, glaube ich. Würde mich nicht überraschen, da wimmelt es ja nur von Monstern. Aber der Himmel ist so klar, wenn man sich von der Stadt entfernt. Möchtest du, dass ich dir es zurückhole? Dann überlass das ruhig mir. Okay. Gut, da würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter. Wohnviertel waren wir schon, anderes Wohnviertel waren wir schon, Fremdländergasse. Den Platz lasse ich einfach mal außen vor. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. CJ, Liebes, du wirst es nicht glauben, was mir passiert ist. Ich wollte Zutaten für die neue Speisekarte besorgen, verstehst du? Im Wald findet man genug, dachte ich. Also machte ich mich auf den Weg mit dem Rezept in der Hand. In dem Wald? Hast du nicht gehört, dass da in letzter Zeit von Monstern los so wimmelt? Ich weiß. Wollte ja nicht picknicken. Rein und wieder raus, dachte ich mir.
Ich hatte kaum 3 Schritte getan, als ich es sah. Was? Ein Monster, was sonst? Griff mich von hinten an und stahl mir mein Rezept. Was für ein Monster? Keine Ahnung, Liebes. Ich habe gehört, wie es hinter mir herangeflattert ist und bin gerannt wie ein Wind. Geflattert? Okay, überlass das mir. Ich gehe in den Wald und sehe mir das an. Darum würde ich dich nicht nie bitten, obwohl mir das Rezept sehr am Herzen liegt. Es ist immerhin von ihm. Es ist wichtig, als dass er irgendein Monster in die Krallen kriegen darf. Du bittest mich ja nicht. Ich bitte es dir an. Von ihm. Das geht natürlich nicht. Ich hole es sofort zurück. Noch einer. Hey, CJ, hast du kurz Zeit? Klar, worum geht's? Ich habe mich gefragt, ob du dich mal in die Fremdländergassen umhören könntest, rausfinden, was die Leute derzeit so beschäftigt. Hier haben sich schließlich Leute aus ganz Alrant versammelt, die jetzt miteinander auskommen müssen. Derzeit weist sie ihren Widerstand zusammen. Was? Derzeit schweißt sie ihren Widerstand zusammen. Aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Deswegen wäre es schön, wenn du ein offenes Ohr für sie hast, damit sie mal Dampf ablassen können. Kein Problem, lass es ruhig mir. Okay. Was mich stört an der Fremdlesergasse? Naja, es ist vielleicht etwas staubig hier. Oh, natürlich. Das muss an den ganzen Bauprojekten liegen. Ja. Oh mein Gott, oh nein. Was soll ich nur tun? Bedrückt dich etwas, meine Freundin? Ja, mein Tagebuch, mein persönliches Geheimnis stehen darin und es wurde mir gestohlen. Wenn auch nur eine Person mein Geheimnis erfährt, weiß es bald die ganze Stadt. Oh Viti, wie konntest du nur so dumm sein? Wow, das klingt ja echt übel. Weißt du denn, wer es genommen hat? Es waren diese Banditen, die hier ständig hier Ärger sorgen. Ich habe gesehen, wie sie aus der Stadt geflohen sind. Ah, ich kann nicht glauben, dass diese dreckigen Banditen mein Geheimnis in die Finger bekommen haben. Oh, die meinst du? Ich glaube, ich weiß, wo ich es finden kann. Wirklich? Warum sollten sie bloß das Tagebuch irgendeines Mädchens stehlen? Okay. Das reicht nicht. Hä? Ist alles in Ordnung? Oh, CJ. Ah, das kann man so sagen. Rempia hat eine Bestellung bei mir aufgegeben, verstehst du? Ich habe alle Mittel ausgeschöpft, um sie zu erfüllen und habe trotzdem nichts vorzuweisen. Ich will ihn nicht enttäuschen. Und nachdem ich so geprahlt habe, wie konnte ich nur so dumm sein? Ich kann Rempia nicht treffen, wenn ich ihn so enttäusche. Sicher, du, bist du mit Rempia befreundet, oder? Befreundet? Weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber klar. Er würde diese schreckliche Neuigkeit sicher gerne von einem vertrauten Gesicht hören. Ah, verstehe. Okay, ich sage es ihm. Und was? Lukas, ja, wirklich glücklich bin ich hier nicht. Es gibt schließlich fast nichts zu tun. Das stimmt schon. Okay. Schlechte Zeiten? Ah, was soll denn die guten Zeiten sein? Hier kann man nirgendwo seine Zeit verbringen. Wenn man nicht gerade einen hebt oder einkaufen geht, ist hier rein gar nichts los. Oder etwa doch? Da ist wohl was dran. Mehr werde ich wohl vorerst nicht erfahren. So. Hey Rivi, wie läuft's im Gasthaus? Hallo Sitya, es läuft ganz großartig. Zum Großteil auch dank dir. Um genau zu sein, läuft es sogar etwas zu gut. Ich muss einige Leute abweisen, weil wir einfach nicht genug Zimmer haben. Ich habe darüber nachgedacht, eine Erweiterung zu bauen, weißt du? Im Grunde ein paar zusätzliche Räume. Leider fehlen mir die Materialien dazu. Alles klar, überlass es mir. Wow, wirklich? Mein Glücksstern sei Dank. Lieferung für mein Chief. Du bist einmalig, Kite. Damit kann ich endlich mehr Leute einen Platz zu schlafen bieten. Ich kann auch besser schlafen, wenn ich weiß, dass ein verlässliches Mädchen wie du in der Nähe ist. Hier hast du einen Schimmel. Guck
gucken, ob es jetzt sich irgendwie erweitert, das Haus. Bin mal gespannt. Stadtaufstieg. Gasthaus hat neue Waren auf Lager. 1000 Backbar erhalten. 57 Erfahrung. Nice. Du bist doch Garo, oder? Wer will das wissen? Immer mit Ruhe, mein Lieber. Ich bin Oliver, Janice großer Fan. Ich habe übrigens schon alles über dich gehört. Du hast ihr extra dieses Nektar besorgt. Willst du vielleicht ihre Gunst gewinnen? Aber wenn das so wäre? Ich habe dasselbe Ziel. Wie bitte? Deshalb musst du mir unbedingt was von dem Zeug besorgen. Warum sollte ich dir dabei helfen? Deine Finger? Sicher. Was zur? Wenn du mir eine Stimme dafür bietest, habe ich keinen Grund abzulehnen. Geh mir, Koro. Was ist denn nur mit dir und diesen Stempeln? Hier bitte sehr, Oliver. Ich sehe auf ewig in deiner Schuldsicher. Und deine natürlich auch, Koro. Gib dem Mädchen ihren Stempel und verzieh dich. Klack. Stempel erhalten. 47 Erfahrung. Aha, hey. Und abgeschlossen. Nice. So, dann würde man sagen, gehen wir nochmal ganz nach links zu dem anderen. Ich glaube, die Informationen reichen aus, um ihn zu beschlichten oder zu, ja, zufriedenzustellen. Gucken wir mal. Ja. Das war es so ziemlich, glaube ich. Jeder, den ich gefragt habe, war recht unzufrieden mit der Situation. Tja, ich hätte dich ja gebeten, die ihre Sorgen zuzuhören. Und davon hatten sie wohl reichlich. Vielen Dank, CJ. Also, wie willst du ihnen dann jetzt allen helfen? Haha, das habe ich doch schon. Die Leute fühlen sich garantiert schon viel besser, nachdem sie ihren Ärger Luft machen konnten. Meinst du nicht? Mehr braucht es häufig gar nicht. Nur jemand, der ihnen zuhört. Und das war dann wohl ich. Ich schulde dir etwas, CJ. 1000 Aqua Erfahrung. Und kein Stempel. Es ist immer lustig. Ich schulde dir was. Aber die kommen nie zurück damit. Ne? Ich erzähle nicht irgendwie, ja, jetzt kann ich, ich habe irgendwas für deine Schuld zu begleichen. So, Felipe, gutes Timing, junge Dame. Ach ja, warum das denn? Ich habe gehört, dass du dich hier sehr nützlich gemacht hast. Und du bist ziemlich beliebt bei den Stadtbewohnern. Oh, ich weiß ja nicht. Ich denke, einen riesigen Ast wäre genau das Richtige, um damit einen wahren Treffer zu landen. Würdest du mir die Ehre erweisen, CJ? Du weißt, dass ich gegen diesen riesen Baumonster kämpfen muss, um da rauszukommen, oder? Ja, aber ich weiß auch, dass du für eine Stempel fast alles tun würdest. Und da habe ich schon einen. Na schön, hier, das sollte ausreichen, um die Verbesserung vorzunehmen, oder? Oh, in Ordnung, gut. Versuche den riesigen Ast mit der Axt abzuschneiden. Was? Ich meine, okay. Riesiger Ast ist in Fetzen schneiden. Die Werbung schreibt sich praktisch von selbst. Ah, verstehe. Da war es das. Eine außergewöhnliche Axt, die von jedermanns Lieblingsabenteurerin empfohlen wird. Ich werde reich sein. Und ich dachte, du wärst einfach großzügig. Aber hat einen Stempel gegeben. Das ist doch schon mal schön. Nice. Und Stadtaufstieg. Werkzeuglagen hat neue Ware auf Lager. 1000 Backbar. Hehe. So, was haben wir denn? Eine Axt. Nehmen wir. So. Nice. Weiter geht's. Hogan. Yo, CJ. Was gibt's, Hogan? Hast du nicht zufällig Sarita gesehen oder so? Ich habe eine Lieferung für sie, aber sie ist nirgendwo zu finden. Ich leider auch nicht. Soll ich mich mal umsehen? Wenn es nicht ausmacht, danke vielmals. Okay. So, okay, haben wir das auch. Gehen wir mal zum Stadtrand. Und dann gehen wir erstmal kurz in den Wald. Oh, da haben wir wieder. So, Rabio, ich habe eine Nachricht für dich von Bertrand. Es tut ihm sehr leid, aber er kann deine Bestellung nicht erfüllen. Seufzt, ich hätte wissen müssen, dass es unmöglich sein wird, 100 herausgebende Schwerter einfach zu bekommen. Ich nehme an, wir müssen mit den Waffen auskommen, die wir zur Verfügung haben. Hast du 100 gesagt? Ist das nicht seltsam, oder? Oder hast du nicht bemerkt, dass die Monster stündlich mehr werden?
Wir müssen dafür sorgen, dass jeder einzelne Einwohner gegen diese Bedrohung gewappnet ist. Vielleicht, wenn wir 100 Stücke feinsten Eisenerz hätten. Okay, bis bald. Okay, oh, da ist sie ja. Sarida, da bist du ja. Hogan sucht nach dir. Er sagt, er hätte ein Paket, das du bestellt hast oder so. Etwas ähnliches. Ach ja, je, in Ordnung. Sag ihm bitte, dass ich sofort da bin. Alles klar. Okay. Ich habe dem Rampier deine Nachricht überbracht. Typisch Rampier, nicht 100 grandiose Schwerter. Nein, es ist schade, dass ich sie nicht bekommen konnte. Vielleicht, wenn man irgendwie das Material für die Herstellung organisieren könnte. TJ, würdest du bitte? Okay, dann ciao. Ja, 100 Erze hätte ich gemacht, also. Aber dann müsste es dann 10 Stämme geben. Waffenladen hat neue Waffen im Lager. 1000 Backbar. Nice. Ja, hauen wir klar rein, ne? Stufe 2. Nice. Angriffe nach oben sind möglich. Ah, okay. Die Frage ist bloß wie. So. Gehen wir hier lang. Gehen wir noch schnell zu Hogan. So. Sarida hat gesagt, dass sie es bald abholt. Aber was ist überhaupt so besonders an diesem Ding? Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen, aber weil du es bist, sieht er. Es ist ein neues Gewürz, scheint ziemlich stark zu sein. Weitere neue Gerichte? Sarida ist wohl inspiriert. Ich kann es kaum erwarten, es selbst auszuprobieren. Und noch ein Stempel. Es fehlen mir noch 3 Stempel, Leute. Noch 3 Stempel. Levelaufstieg. So. Handelsposten hat neue Wache auf Lager. 1000 Backbar. Na Gott, ich werde ja reich. Levelaufstieg. So, was haben wir denn hier? Aha. Wow, okay. Einiges. Was war das gerade? Unendliche Bindung. Verdiente Stempel. Achso, ja, okay, das war das da. Okay. Gut, okay. Also, dann gehen wir mal zum Bauernhof. Vielleicht gibt es da auch noch Quests, die wir machen können. Sollten wir mal kurz checken. Das ist die Weide. Ich will nicht kaufen. Wo ist er eigentlich hier anbauen, ne? Also könnt ihr euch noch erinnern? Da hat er gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier mit Samen hier was anbauen. Aber wahrscheinlich, weil ich keine Samen habe, kann ich auch nichts anbauen. Traurig, aber wahr. Oh! Ja. Weizen. Aha. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den großen Wald und du mal die Mission abschließen. So, also. Quest. So. Finde das Rad im großen Wald. Alles klar, dann können wir gleich in die Mitte gehen. Schnell reisen. Waldhöhle. So, dann checken wir. Okay, wir sind hier richtig. Also es muss hier irgendwo sein. Schlag nach oben. Sehr schön. Geht hier ab wie. Ja, das ist cool. So. So, da geht's wieder raus. Falscher Weg. Also wieder zurück. Dann gehen wir hier runter. Bam. Critical Treffer. Kristalle. Okay. War das jetzt so geplant? So.
So, gehen wir mal nach links. Da war eine Sackgasse, genau. Und hier geht's auch wieder raus. Also hier ist es. Hier bin ich falsch. Also muss ich nach oben und dann links. Naja, ein bisschen, die haben Kristalle gesammelt, ist auch nicht schlimm. Kann man ja mal machen, ne? So, ab nach oben. So. Mission completed. Ein bisschen Erz hier mitnehmen. So. Ja, es sind jetzt keine Gegner, wo man so unbedingt Angst haben sollte. Oh, der hält ein bisschen mehr aus anscheinend. Aber der hat das, was ich brauche. Nice. So. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken bei Quest. Wir haben doch, glaube ich, noch eine. Finde den Fernglas beim Steinbruch. Okay. Köstliches Fleisch aus dem Wald. Genau. So, checken wir mal hier. Also müssen wir dann wieder zurück. Okay. So. Dann hier hin. Schnellreise. Wir sind Eingang. Also weit. So, haben wir das mal wieder abgeliefert. Dann können wir hier weitermachen. So, wir sind richtig. Die Frage ist, wo kann man hier eigentlich noch Fallen hinsetzen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, guck an. Falle wurde gestellt. Nice. Hier noch ein bisschen Holz. Ist nie verkehrt, Holz einzusammeln. So, dann gehen wir in die Höhle rein. So, als erstes checken wir nochmal die Quest. So, das haben wir jetzt gemacht. Das haben wir auch gemacht eigentlich. So. Könnte man eigentlich einen Stein brauchen, aber was ist damit hier? Benütze Fallen, genau, aber das da haben wir noch gar nicht. Okay. Kann das wahrscheinlich, dass wir vielleicht noch eine Falle legen müssen irgendwo? Im Wald? Könnte gut möglich sein. Also allgemein Fleisch kriege ich ja nicht raus. So. Na komm her. Kann ja nicht angehen. So. In dem Gelände. So. Okay, da würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal raus. Gehen. So, haben wir Fleisch bekommen? Köstliches Fleisch erhalten. Jägerneuling. Aha, eine Trophäe verdient. Okay, so. Also, checken wir die Quest. So, wir haben einmal Fleisch. Wild zu fallen, um etwas Tierfleisch zu erhalten. Okay.
Okay, sollen wir wieder nochmal machen? Gehen wir aus dem Weg, gehen wir aus dem Weg. Geht mal aus dem Weg, ich hab's eilig. Okay. Hier gibt's echt keine. Hier gibt's keine Fallen, wo man setzen kann. Ich überlege gerade vielleicht noch einen anderen Wald. Nee. Ja, wir können ja noch in die Minen machen, aber da habe ich bis jetzt auch nie. Also in den Steinbruch habe ich bis jetzt auch nie irgendwas bekommen. Deswegen bin ich halt ein bisschen verwirrt. Dann gehen wir erstmal in den Steinbruch und holen uns erstmal das Fernglas. So. Okay. So. So, jetzt gucken wir mal, wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Quest auswählen erstmal. So. Na, wir sind ja schon richtig, ja? Passt ja. Die Frage ist bloß, wo? Ah ja, da ist er ja. Oh, der hat schon ganz schön mehr Energie. Level 30. Geht's noch? 204 Erfahrung. Mehr nicht. Ist ein bisschen schwach, ne? So Leute, also hey. Da geht bestimmt noch mehr. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, tun erstmal alles abschließen. Dass wir erstmal eine Übersicht hinkriegen, was wir noch alles machen müssen. Und absolvieren müssen. So. Alles klar. So, dann ab in den inneren Wohnviertel. Können wir die erste Mission schon mal abschließen. So. Ich habe hier das köstliche Fleisch, was du wolltest. Das gibt es doch nicht. Ich dachte wirklich, dass nur die Bestjäger des Landes diese Viecher einfangen können. Das macht mich wohl dann auch wohl zur besten Jägerin des Landes, nicht wahr? Es reicht zumindest, um einen Schimpf zu bekommen. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen, Kleiner. Und einen weiteren Schimpfe. Lala, noch zwei Stück. Yes. Bist du doch sicher, oder? Ich habe gehört, dass du zum Angeln gefunden hast. Stimmt das? Ja, den habe ich neulich eine Angelrute gefunden, weißt du? Du bist also eine Anfängerin? Ja. Dann bist du wohl keine Konkurrenz für mich. So große Fänge wie der alte Juga hier kannst du gar nicht machen. So viel ist klar. Oh, wie groß ist denn... Also... Entschuldigung. Wie groß ist dieser Fisch, den du gefangen hast, alter Juga? So ein großer Brocken, dass du ihn nicht einmal vorstellen kannst, geschweige dem ihn an Land ziehen könntest. Dazu, ich bringe dich an meinen geheimen Angelplatz, wenn du einen großen Fisch fängst. Also ich, kriegst du meinen Stempel. Herausforderung angenommen. Das wirst du noch bereuen. Okay. So. Ich glaube, dass ich dein Fernglas gefunden habe. Ach du meine Güte. Das ist es. Die große CJ wird ihren Ruf wahrlich gerecht. Hier hast du einen Stempel. Danke, pass auf, dass du es nicht wieder verlierst. Nice. So. Okay. Also dann weiter geht's. Waren wir beim Wohnviertel? Haben wir da schon Mission angenommen? Oder gab's da gar keine? Checken wir mal. Nee, sieht nicht danach aus. Also, können wir gleich zur inneren Fremdländergasse?
Das ist es. Wie in aller Welt hast du es gefunden. Eigentlich hat es mich gefunden. Flattern. Es war ein kleiner Gargoyle. Ein Gargoyle? Ah, diese Dinger mit den kleinen Flügelchen, die aussehen wie Fledermäuse. Naja, jedenfalls hast du das Rezept von deinem Mann wieder. Mein Mann? Ah, alles, was diese Pflege mir hinterlassen hat, waren Schulden. Aber du hast doch gesagt, es ist von meinem Lieblingsstarkoch aus deinem Kochbuch, glaube ich. Hä? Oh, ich bin schon so lange ein Fan von ihm. Es war für mich schon immer ein Traum, ein Gericht von ihm zu kochen. Und jetzt wird er wahr. Ja, sein Stempel, tausend Dank. Dedede. Stempel erhalten. Levelaufstieg der Stadt. Schenke hat neue Waren auf Lenka. 1000 Backwaren erhalten. 57 Erfahrungen. Oha. Ah, ein allseits bekanntes Mädchentrophäe erhalten. Gerüchte über die Stadt kursieren überall. Aus allen Ecken der Welt kommen Menschen, die sich hier niederlassen wollen. Wenn du deine Stempelkarte vervollständigst, wird die Einwohnerzahl der Stadt erhöht. Darüber hinaus bringt der Einsatz der Gruppenmitglieder näher zusammen und die maximale Anzahl der von verbundenen Angriffen wird erhöht. Verbundenen Angriffen wird erhöht, okay. Du hättest natürlich auch eine neue Stempelkarte. Du kannst jetzt drei Combo-Attacken verketten. Nice. Gold. Ach du meine Güte, okay. Alles klar. Alles klar. So, hey, hier drüben. Was ist los, Frieda? Du verstehst dich gut mit Tatara, oder? Die Schmiede? Nicht wirklich, ich glaube nicht. Ach komm schon, siehst du das? Was? Sicher tust du das. Ich habe ein Auge für solche Sachen. Also, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Die Sache ist, Tatara und ich hatten eine kleine Auseinandersetzung. Was soll das heißen? Okay, also ich hatte ihm um einen kleinen Schmiedarbeit gebeten, als er mir das fertige Produkt gezeigt hat. Nicht gerade eine Augenweide, sagte ich zu mir selbst. Zumindest dachte ich hätte es mir selbst gesagt. Muss zu laut gewesen sein. Er hatte wohl gehört und war nicht glücklich. Ich frage mich, warum. Könntest du für mich mit ihm reden? Die einzigste Rüstungsschmiedin und der einzigste Schmied in der Stadt sollen sich vertragen, oder? Sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Juhu. So, da haben wir auch alles. Alles klar. Gehen wir zu der Zweitstraße. Wird wahrscheinlich wieder haufenweise neue Missionen geben. Es gibt kein Ende. So. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja hierher gehen, da ich ja jetzt das hier habe. Da-da-da. So. Und somit habe ich auch noch andere Quests, weil wir haben jetzt Fleisch und wir können Fleisch abgeben. Haha. Apotheke, also, nee. Ja, viele, viele Nebenquests, Leute. Das ist schlimm. So. Hey, Tatara, ich habe gehört, dass zwischen dir und Frieda pa passiert ist. Frieda? Was soll denn da passiert sein? Sie hat etwas Unfreundliches gesagt und dich sauer gemacht. Sauer? Mich? Gar nicht. Aber wenn du zurückkehrst und Frieda triffst, könntest du ihr das hier geben? Was ist das? Ein Schlagring, mein eigener Entwurf. Frieda hatte recht. Der erste, den ich gemacht habe, war etwas groß und ließ sie nicht gut greifen. Ich habe einige Anläufe gebraucht, um ihn richtig hinzukriegen, aber ich glaube, dieser ist gut. So. Nice, Spiel hat neue Waren auf Lager. Boah. Ja, damit. Boah, Level 5. Level 6. Level 7. Jetzt habe ich nichts mehr, okay. So, machen wir da auch noch. Halten wir mal erstmal die Klamotten hier, würde ich sagen. Baumholz. Stufe 7.
Geht das auch? Ah, ja. Nice. So, weiter geht's. Wie viele Sachen wir alles haben halt schon, ne? Also. Weiter geht's. Bald haben wir kein Geld mehr. So. Hey. Berichte Frieda. So. Tatara war gar nicht so sauer. Hier, er hat mich gebeten, dir das zu geben. Diese geschwungenen Linien? Der Abstand der Nieten? Wuhu, das ist perfekt. Er ist genau, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Tatara sagte, er hat ihn geschmiedet, nachdem er deine Kritik überdacht hat. Was du nicht sagst. Vielen Dank, hier ist ein Stempel. Da-da-da. So. Stempel erhalten. Und wieder Aufstieg, meine Güte. Geht ja hier los. Rüstungsladen hat neue Lager. Sag mal, Lager. Okay. Jägerkleidung, aha. Dafür brauche ich Bronzenerz, habe ich noch nicht. Schildfragment brauchen wir auch wieder, okay. Jo, okay, Leute. Ich check mal ganz kurz. Boah, 36 Minuten sind wir schon am Start. Das ist übel, ne? Kann abgeschlossen werden. Das war im Wohnviertel, okay. Machen wir noch das mit dem Fisch und... Ich habe keine Ahnung, Fremdländergassen. Mal gucken. So, da würde ich sagen... Fisch. Wir gehen in den großen Wald. Von hier aus gehen wir zu den Angelplatz. Laufen hier runter. Und holen uns einen Fisch. Auf die Schnelle. Nice. Extrem große Frische erhalten. Das ging ja schneller wie gedacht. Okay, bin ja fertig. So, können wir mal ganz kurz gucken. Da ist ein Ausrufezeichen. Okay, dann gehen wir mal dahin. Vielleicht gibt es da ja dort das Tagebuch von den Banditen. Wenn wir Glück haben. Können wir das auch gleich abschließen. Da kommen wir noch nicht rein. So, jetzt kommt erstmal der Baum wieder. Diesmal habe ich bessere Waffen. Au. Habe ich gerade seine Verteidigung runtergeschlagen? Okay. Gut. Sag dazu mal nichts. Aber okay. So. So. Auch alles eingesammelt. So. So. Oh, Level 30. Und weg mit dir. So, dankeschön. Oh, laufen wir einfach mal gleich weiter. Können wir ein paar Sachen sammeln. Ah, hier kann man eins aufstellen. Okay, gut. Muss man ja mal wissen, ne? Ah, jetzt kommt die Höhle. Okay, dann gehen wir doch mal gleich raus. Dann haben wir ja alles. Okay. Und schnell reisen. Weg zum Wald. So. Hab nichts gefangen, war klar. Okay. So, innerer Wohnbereich, den großen Fisch abgeben. So. Ich habe hier einen echt großen Brocken. Was hältst du davon? Was zur
Also, habe ich deinen Rekord gebrochen? Natürlich nicht, aber trotzdem, nimm deine Stellung und geh deine Wege. Ich glaube doch. So. Alles klar, da würde ich jetzt sagen, die anderen Quests, wie war das? Wir haben hier Wohnviertel, okay, und Fremdländergasse, okay, alles klar. Wahrscheinlich werden wir jetzt, wenn wir es gleich nochmal durchlaufen, komplett überall lang, wahrscheinlich nochmal was finden. Gut möglich. Wäre nicht verwunderlich. Da bin ich wieder. Ich bin wieder da. Das Fleisch habe ich auch dabei. Meine Heldin, ich bin dir so dankbar. Okay, ich habe es einfach übersprungen jetzt. So. Stempel erhalten. So. Oh, da ist hier noch jemand. So, okay, ich rechne in der Annahme, dass du sicher bist. Was tust du? Dürfte ich deine Hilfe in Anspruch nehmen? Klar, was kann ich für dich tun? Ich bin Arada. Wie du vielleicht denkst, habe ich einen Enkel, leider. Ja, Enkel, leider. Leider treibt er sich reichlich Schabernack. Schabernack? Ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Dabei ist er eigentlich ein echt süßer Bursche. Ich bereite ihm immer seine Lieblingsreiskuchen zu. Ich hatte auch heute welchen für ihn gemacht, aber er ist schon nicht, aber er ist nicht aufgetaucht. Soll ich nach ihm suchen? Oh, das wäre wirklich herzallerliebst von dir. Er soll ihn doch essen, bevor er kalt wird. Alles klar, ich spüre ihn auf. Sein Name ist übrigens Awan. Alles klar. Dann Fremdländergasse. So, dann gehen wir noch das andere noch ab. So, ist das dein Tagebuch? Sonst hatten sie nichts dabei. Das ist es. Oh, vielen, vielen Dank. Bist du sicher? Da steht Verteidigungsplan von Neu-Nivea auf dem Deckel. Nun, ich kann ja schlecht Fidis Tagebuch draufschreiben, oder? Sonst würde es ja jeder lesen wollen. Verteidigungsplan von Nivea ist auch nicht besser, schlimmer sogar. Du sollst dir etwas anderes überlegen. Ach, du magst wohl recht haben. Danke, CJ. Nimm diesen Tempel. Lala. Okay. Levelaufstieg, Level 16. Nice. So. Ist halt nur die gute Frage, wo könnte er sein? Der kleine. Ah, jetzt hier auf dem Platz. Okay. Ja, da werden wir wahrscheinlich dort als nächstes hingehen müssen. Mal gucken, ob das jetzt getrennt ist oder nicht. Das ist halt die gute Frage jetzt, ne? Es sind zwei Sachen, wo ich auf den Platz gehen muss. Und wenn ich jetzt drauf gehe, könnte es sein, dass die Story weitergeht. Oder auch nicht. Schwierig zu sagen. Echt schwierig. So, okay. So, wir jumpen jetzt nochmal hier komplett durch. Wir gehen nochmal zum Bauernhof. Da noch irgendwas gibt, was ich jetzt aber jetzt glaube ich eher weniger denke, aber man weiß ja nie. Kriege haufenweise Weizen. Yay. Okay, ich könnte in den Ruinenhügel runtergehen, um zu trainieren. Ja, auch nicht verkehrt, aber da fehlt halt immer noch die Möglichkeit, da weiterzuspielen, weil der Eingang da noch versperrt ist. So. Und was haben wir hier? Nichts. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt zum Platz und schauen, was wir da machen können. So. Wohnviertel haben wir schon. Okay, wir können es einfach nur ansprechen, das passt ja schon mal. So, bestelle ein Sandwich von Sarita, Fremdwettergasse, okay. So, jetzt müssen wir erstmal den kleinen Bub hier finden. Da ist er da. So, hey, kleiner Mann. Ich habe auch einen Namen. Awan, hörst du? Awan. Deine Großmutter schickt mich. Sie hat frische Reiskuchen für dich gemacht und ich soll dich holen. Echt? Ich bin schon unterwegs. Okay.
Also, Fremdländergasse, gehen wir da nochmal hin. Die ist ja gleich am Anfang hier. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Sarita war das doch nicht. Saritia. Oder nicht? Ah nee, Karin. Was geht mit der Steinbruch? Okay. Okay, Steinbruch. Das machen wir noch, Leute. Das machen wir noch. Da ist sie. Hey, CJ, bist du beschäftigt? Nö, nicht wirklich, eigentlich. Ich glaube, wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Karina. Du hast schon von den neuen Gerichten in der Schenke gehört? Ja, vielleicht habe ich sogar dabei geholfen. Wow, ernsthaft? Sind sie gut? Umwerfen gut. Hast du sie etwa noch nicht probiert? Sie werden alle ausverkauft sein, wenn du dich nicht beeilst. Ah, ich weiß. Es ist nie etwas übrig, wenn ich abends mit der Arbeit fertig bin. Ich könnte jetzt welche besorgen gehen, wenn du willst. Wirklich? Ja, bitte. Okay, warte, ich bin gleich wieder da. So. Hey, Sarita, hast du noch was von dem guten Zeug übrig? Du hast Glück, echt Glück gehabt. Ich habe noch genug Zutaten für genau für ein Gericht übrig. Warte kurz, ich packe dir ein. Okay, das ging aber schnell. Okay. So. Hey, bitte. Wow. Nom 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 nom. Warte, Stempel. So. Und wieder Levelaufstieg, Level 16. So, dann gehen wir in den Wohnviertel. So. Hab ihn gefunden. Er sagte, er ist geradewegs unterwegs hierher. Also, er sagte, dass er geradewegs hierher kommen wolle. Ist das so? Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich möchte... Hier, möchtest du einen Stempel haben? Danke. Badabam. Stempel erhalten, 57 Erfahrungen, nice. So, und jetzt sind wir mit den ganzen Nebenquests fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das alle schaffen, aber hey, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Gut, als nächstes können wir mit Isha reden. Natürlich machen wir das in der nächsten Folge. Jetzt erstmal Schluss hier erstmal. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschalten, du, denn es geht auf jeden Fall weiter. Und ich freue mich drauf. Wiederschauen, reingehauen. Euer Christian Age 3000 mit Ayuten Chronicles Rising auf der PlayStation 5 natürlich. Und ja, wir haben jetzt den Sub schon. Gucken wir mal, wie lange haben wir jetzt schon gespielt? Wie lang? 5-6 Stunden. Nice. Also dann, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig und Support ist kein Mod. Und somit verabschiede ich mich hiermit, bevor es extrem in die Länge gezogen wird. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Age 3000. Wiederschauen und reingauen. Ciao, Leute.